Meine Figur heißt Martha Stern und ich bin Britta Hammelstein. Martha Stern ist eine Figur, die uns alle mitnimmt in die jüdische Perspektive der Passagiere. Also eine Frau, die aus guten Verhältnissen kommt, alles aufgeben muss von heute auf morgen. Sie hat ein kleines Kind und die beiden sind auf dem Schiff. Der Mann ist bereits in Kuba, den hat sie sozusagen vorgeschickt und sie kommt jetzt mit ihrem Kind nach. Das, was wir erzählen wollen, ist auch eher eine Parallele zu heute und jetzt gar nicht nur irgendwas nachzuerzählen. Wenn du diese Geschichte liest, dann musst du zwangsläufig an heute denken, an die Flüchtlingssituation. Und damit habe ich mich auch viel beschäftigt, so, also mit heute eher, spätestens seit 2015. Aber es ist natürlich dadurch noch mal mehr in den Fokus gerückt, was das wirklich bedeutet, auch für eine Mutter mit einem Kind. Und der Mann ist schon in dem Land, wo sie hinwollen, was das bedeutet emotional, diese Zerrissenheit der Familien, in denen sie ja heute auch meistens stecken. Ne? Das ist natürlich toll auf diesem Schiff. Das ist ja wie so eine, wie auch ein Charakter sozusagen, dieses Schiff. Also mit dem musst du auch immer spielen irgendwie, weil es alles so real ist. Das hilft einerseits, ist aber auch sehr dominant. Also du bist immer sofort in dieser Zeit auch mit diesem Schiff. Also du kannst dich, ich suche immer auch so ein bisschen nach einer Distanz zu dieser Zeit, eben aus dem Grund, zu dem heute zu kommen. Dadurch, dass es so viele Massenszenen auch sind und es ganz viel mit Komparserie stattfindet, eigentlich immer ist auch eine Hauptrolle. Ich bin immer in dieser Masse als einzige Deutsche, was aber total schön ist, weil ich finde, die sind total bei Laune für das, was die da an Warterei natürlich noch mehr haben als wir Hauptdarsteller in der Hitze oder im Regen oder im Wind oder in der Kälte. Und lange Tage und da sind die echt irgendwie immer gut drauf und das hilft einem total. Und man kann total schön mit denen spielen, obwohl man nicht die gleiche Sprache spricht.